Wir sind live. Also live sind die ganze Zeit, aber jetzt beginnen die Folgen, wo ich nicht mehr so an die Abbau mache. Wir sind hier in der Charakterstelle. Unser Charakter stellt wie? Sieht very gut aus. Das ist am Stissel. Und jetzt klicken wir auf Bestätigen und ich glaube, dann geht unsere Reise nach Night City los. Ja, erstmal natürlich ein Ladebildschirm, das ist ganz klar. Ist das schon das Intro? Ist ein Ladebildschirm oben rechts, man erkennt es nicht. Irgendwie rot auf blau, oder? Okay. Sofort fahren, Leertaste drücken. Mein Gott, Leute, es geht los. Frankfurt-Krise? Wie? Bist du da? Nee. Ja. Ja. Ich bin hier. Ach, das ist gar kein anderer. Ja. Musste nur mal durchatmen. Klang, als bräuchtest du neue Eingeweide. Ja, ich hab gekotzt. Ist der Stress. Dein Job wird dich noch umbringen. Ah ja, gut. Und jetzt haben wir hier die Dialoge. Ich sehe schon, muss die Grafik mal gleich runterstellen. Super, auch das ist hier in der Folge. Ja, ruhig! Noch bin ich nicht tot. Jemand hat uns geagentet. Das weiß ich doch nicht. Keine Sorge. Noch bin ich nicht tot. Genau. Noch. Wie auch immer. Was ist los? Gibt's ein Problem? Wir hatten einen Datenleck. Mein Boss hat mich reingerufen. Wir mussten was tun. Alle im Night City HQ sind nervös. Aber dafür können sie dir nichts, oder? Du musst ständig ausbaden, was andere verkacken. Jackie, wer für Arasakas Spionageabwehr arbeitet, ist immer am Arsch. Mach dir keine Sorgen. Ich komm schon klar. Buona suerte. Was? Willkommen zu Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City, June? Erfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits ein erfahrener Edge-Runner bist, das Spiel ist seit 12 Stunden released. Kannst du die Anzeige dazu auch deaktivieren? Du kannst über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials oder die wichtigsten Themen in Cyberpunk zugreifen. Kann ich? Ich muss aber gerade auch irgendwie kurz was einstellen, dass der Transformieren zum Bildschirmrand strecken. Irgendwie war das Bild nicht vollständig und es wird auch ein bisschen zu hoch gegriffen eingestellt gewesen. Raytracing, ja, vielleicht mache ich das mal nicht auf Ultra. Das sieht schon besser aus. Also sieht immer gut aus, ne? War. Okay. Ich war gerade schon mega mit diesem Spiegel. Das war schon. Also der Einstieg ist jetzt schon in den ersten Sekunden gut. Jetzt. Alles in Ordnung? Rauchen auf der Toilette ist nicht erlaubt. Kann ich auch mal eine bekommen? Der hat gar keine in der Hand. Wo? Ja, Ja. Gut,
Ich bin leicht verwirrt. Dann mal so sagen. Okay. Stream läuft gut und ich sehe, das ist, glaube ich, am Anfang sind das so, dass man sagen wird, dieses Spiel überfordert einen, weil überall irgendwas ist. Wo kommt das? Aber ehrlich, ganz schlimm. Die warten ja auf den Fahrstuhl. Wenn eine Attributanforderung rot erscheint, bedeutet das, dass ein Attributlevel nicht hoch genug ist, um die Haus... Ich darf also den Aufzug nicht rufen. Ach, Leute. Ihr redet ja auch die ganze Zeit im Hintergrund. Weiß ich gar nicht, wer das ist. Was macht ihr da? Beten? Ja, ne? Also, wo sind wir hier überhaupt? Also, ich meine, ja, Night City, aber... wo? Kann es sein, dass mein Mikrofon muss, glaube ich, irgendwie näher ran. Habe ich das Gefühl. In Japan wird davon erfahren? Wovon? Nach Frankfurt. Ich meine, das Leck ist winzig, aber trotzdem. Japan weiß es schon. Woher weißt du das? Ich gehe einfach mal davon aus. Die wissen alles. Ist halt echt so, ne? Frankfurt weiß immer alles. Ich meine, hallo, Frankfurt ist in der Nähe von Offenbach. Eisel Zeimart. Wer ja, bist du? Aus meinem Blickfeld. Bruder, ruhig, okay? Und gütiger, die Märkte in Eurasien drehen völlig durch. London, Zürich, Warschau. Ja, alles zerfällt. Echt, ist das so? Überall reagiert man auf dieses Leck. Märkte außer Betrieb, Waffentransporte und Operationen gestoppt. Monatelange Arbeit für die Katz. Die Spionageabwehr ist am Arsch. Also ich weiß ja nicht, ne? Aber also bei mir gehen gerade die Märkte hoch. Der DAX hat ein Plus. Also von daher, Was? Ah, ich finde das geil, das wirkt echt hier. Das wirkt so richtig. Kann man angucken, was der da macht? Ich mach das immer bei anderen Leuten, auf die Tablets gucken. Kennt man ja. Ah, ich kann sprinten. Dachte ich mir irgendwie schon mit Shift, aber... Das ist übrigens der Hammer, also dass man sprinten kann. Das hat noch kein Spiel vorher gekonnt. Ah, ja. Oh, ich kann nur springen. Oh, das ist auch neu. Schön. Hier ist auch zu. Solche Pflanzen will ich zu Hause haben. Glowing Plants. Um es in Englisch mal auszudrücken. Hi, wer bist du? Hallo? Ha. Oh! So und nicht anders. Ich weiß zwar nicht, was Arasaka ist, aber so und nicht anders. Und was haben wir hier? Ja, wir befinden uns anscheinend irgendwie bei Arasaka. Pflanzen! Also echte, nicht rote. Ich finde auch super, dass die erste Task irgendwie ist, einen Fahrstuhl zu benutzen. Hi. Verschwinde! Ja. Danke für die Nettigkeit. Alter, Titanfall. Was ist das? Oh, worüber reden die? Bringen Sie jetzt aus Frankfurt raus. In Notfallzentren. Ich habe den neuesten Bericht aus Basel. Angeblich gibt's zwei Tote. Drei. Militärkiller haben noch einen an der Grenze erwischt. Also es gab wohl anscheinend, irgendwie geht es hier um Terrorangriffe oder so, wenn ich das verstehe. Aber ich verstehe es nicht. Was passiert hier? Kann ich hier durch? Nein.
kann ich nicht. Warum dauert das so lange? Wegen des Zwischenfalls in Europa. Mhm, hab davon gehört. Datenleck in Frankfurt. Dummer Verwaltungsfehler und wir müssen dafür schwitzen. Das, die Gesichter sehen auch schon, sie sieht schon gut aus. Es passt so richtig. Die sehen modern, normal aus. Aber auch schon so wie 2077 halt. Ich finde es schön auch hier, diese Hallen. Einfach viel zu viel Volumenverschwendung. Aber kann man sich ja anscheinend leisten als Arasaka. Achso, ich muss den richtigen Fahrstuhl nehmen. Ach nee, ich hasse es. Fahrstuhlfahren. Verdammt, ja, moin! Ja. Ich wurde aufgehalten, bin aber gleich da. Scheiß Frankfurt. Das wird uns Abernethy schön aufs Brot schmieren. Muss auflegen. Ich bin in meinem Büro. Yo, Bruder. Ich komm gleich vorbei. Und sonst so? Wie geht's Ihnen? Deutsche Marine? Was ist der Deutsche? Land. Wieso sind nur da die... Naja. Mit Verletzungen und einem kaum funktionsfähigen Flugzeug kämpfte, gelang das Unmögliche, die Rückkehr zur Basis. Wie es weiterging, sehen Sie nach einer kurzen Unterbrechung. Jo, dann ihr bleibt mal hier im Fahrstuhl, ne? Ich bin raus. Mach's gut, Leute. Ciao. 1919 war ein Jahr, das uns der Status Ciao. Wenn alle in Sicherheit sind, geben wir eine Mitteilung an die Medien raus. Was wird drin stehen? Sowas wie tragischer Unfall während einer Routineuntersuchung des Sicherheitssystems. Okay. Stimmt natürlich nicht ganz. Jetzt fährt der. Ist der Fahrstuhl wirklich in dem Moment runtergefahren, wo ich hingeguckt habe? Ja, schön, hier sind so Dekoartikel. Okay. Schön. Schön sieht's hier aus. Ich liebe auch übrigens diesen News-Ticker oben. Ist in seinem Büro. Ich danke dir. Hey, wie? Ist ja ewig her. Ja, moin, Alter. Ich bin's Frank. Wir kennen uns seit Icefall. Ostküste. Erinnerst du dich? Ja, wie geht's? Ich wusste nicht, dass du in Night City bist. Wie geht's dir? Ja, du weißt ja, wie es ist. Vor einer Woche war ich noch in Kapstadt. Hab gehört, du bist jetzt bei der Spionageabwehr. Muss stressig für euch sein, nach dem Mist in Frankfurt. Jenkins ist dein Chef, oder? Ist er so, wie alle sagen? Ach ja, Was sagen die Leute denn über Jenkins? Dass er effizient ist. Ein Psychopath. Hab gehört, die Grüße gehen raus an Marco. Durchgedreht? Hey, er hat es nicht leicht. Die Direktorin sollte seine Beförderung durchwinken, als die Japaner angekommen sind. Stattdessen hat sie ihn hintergangen. Ich liebe das, der Haupt- und Nebendialog. Ach, schön. Wie in 104? Und du? Für wen arbeitest du? Abernathy. Sie ist echt gut. Hat sich den ganzen Kapstadtplan allein ausgedacht. Abernathy? Das kleine Miststück, das mein Boss die Beförderung vermasselt hat. Du weißt ja, wie es läuft. Solche Dinge passieren. Tun sie wohl. Erzähl mir von der Sache in Kapstadt. Operation Cargo. Schon davon gehört? Bewaffnung lokaler Konflikte in Afrika? Da warst du involviert? So ist es. Wir haben Kisten voller Gewehre in den Ozean geworfen. Sie mussten sie mit geborgten Booten rausfischen. Immer dasselbe. Aber hey, so gewinnt man Kriege. Jo, Bruder, muss los, ne? Ciao, have a nice day. Aber ich hab's eilig. Wir reden ein andermal, okay? Klar, okay. Schön, dich wiederzusehen. Ach, das war wohl der optionale Quest. Ja, das ist toll. Okay, was machen Sie hier? Market-Daten? Ich
glaube, die macht Intraday-Trading. Alter, in halben Cent-Kursen. Mein Gott. Also, entweder ist das 6 Euro, 6 Euro 1 oder 6 Euro, 6, 5 Cent, 6, 10 Cent. Ah, man sieht auf der Karte, die blauen und grünen Punkte sind das die Menschen oder was ist das? Notfallverfahren aktiv. Systemsicherheit bestätigt. Was? Was? Ah, geil, die grünen Punkte sind Menschen. Hier kann ich nichts machen, okay. Ich kann hier einfach durch, dass ich feiere das gerade. Das ist so offen, so frei, so alles. So. Ah, man kann erkunden. Ich mache hier nichts. Leute. Ja, gut. Aber es ist schon geil. Ich habe es auch gerade übrigens, das habe ich getestet im Gespräch mit dem Typen. Ist halt geil, dass der Kopf dir im Gespräch folgt, wenn du dich bewegst. Hm. Das sind einfach so viele kleine Details hier, die das so real machen. Die deswegen richtig bearbeitet, als sie aus Tokio kamen. Special Operations Direktor. Mit der Akte? Die Japaner nehmen es ihm vielleicht ab. Mhm. Kann ich einen Kaffee haben? Nein, anscheinend nicht. Ja, auch nicht. Worüber? Alter, hier sind auch so viele Büros. Ich will überall rein und mit den Leuten sprechen. Aber kann ich wahrscheinlich nicht immer. Jeden Tag das Gleiche. Hol sie sofort. Aber sei diskret. Was? Okay. Also ich feiere das hier gerade wirklich. Das ist schon nicht schlecht. Kann ich dir helfen? Ja, bestimmt. Hier war doch gerade irgendwas. Hä? Würfel nehmen? Was ist das denn? Die Volar-Mission. Alles auf Anfang. Das Scheitern der Volare-Mission, das wiederum die Ereignisse der gesamten LISAL 3.0-Programms und unsere Kenntnis über die Gruppe der Exosolarplaneten 97-26-00 untergräbt, könnte der ultimative Beweis dafür sein, dass der derzeitige Wettlauf im Weltraum den Fortschritt der allgemeinen Weltraumforschung eher hemmt, als ihn durch gesunde Konkurrenz anzutreiben. Im Jahr 2060 sagte Lagerreiter voraus, dass der damalige technologische Fortschritt innerhalb von nur 15 Jahren zur Bestätigung der Existenz weißer Löcher und der Entdeckung einer Theorie zur Quantenschwerkraft führen könnte. Doch diese 15 Jahre sind längst vorbei. Vielleicht sähe die Situation anders aus, wenn ESA, SRC und Orbital Air zur Abwechslung einmal versuchen würden, ständig zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen, anstatt sich gegenseitig zu torpedieren. Ich bin kein Visionär wie Lagaretta, aber ich würde meinen letzten Euro-Dollar darauf verwetten, dass die nächste wirklich erfolgreiche Mission von O'Neill 1 starten wird. Also von O'Neill 1 starten wird und nicht von der Erde. Spannend. Achso, das war jetzt so ein Informationsding. Verstehe. Kann ich hier rein? Nein, aber die haben irgendwie eine Konferenz, aber alles in deinem Handy. Ist wie heutzutage. Was die wohl gerade machen? Alter, was? Ich habe irgendwas im Arsch mitbekommen. Mit dir? Kann ich mit dir reden? Hi, 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 guter. Nee, nicht. Geh doch mal wirklich zu Jenkins. Bitte betreten Sie den Vorraum. Ach, ruhig vor. Raum. Okay. All das in der Zoom-Konferenz. Junge. Wir bin gleich bei dir. Wir müssen das Abstimmungsproblem klären, ehe wir unsere Wolkenmeerstützpunkte verlieren. Sie fangen gleich an. Wie ist die Lage? Mhm. Wolkenmeer? Mare Nubium, lateinisch für Wolkenmeer, Mondmeer auf der Mondvorderseite, Durchmesser 715 Kilometer, selenografische Grenzen, 1145 Grad Norden, 3048 Grad Süden, 545 Grad Osten und 2927 Grad Westen. Zentrum liegt bei 2059 nördliche Breite, minus 1729 östliche Breite.
wirtschaftliche Bedeutung und wesentlich. Vor allem Forschungseinrichtungen, die als Tarnung für komplexere Unternehmungen dienen. Strategische Bedeutung hoch. Marinubium beherbergt eine Ansammlung von geheimen Laboren, die für die Entwicklung von innovativen und experimentellen Technologien essentiell sind. Logistische Bedeutung ist Mittel, befindet sich in relativer Nähe zum Oceanus Procellarum, dem Standort des westlichen Massenbeschleunigers. Das war zu erwarten. Ich liebe das hier gerade mit diesen Zusatzinfos, was man hier finden kann. Das ist einfach. So stelle ich mir das vor, wenn ich Lore haben will. ESC, European Space Council. Setz mich mal, ne? Du weißt, was zu tun ist. Leg los. Was war das? Direktorin Abernathy? Ich habe die Abstimmung gesehen. Was zur Hölle war das? Eine Grundreinigung. Nach dem Bockmist in Frankfurt am Main. Wie wir es besprochen haben. Ich habe das Problem beseitigt. Meine Anweisung war, das Problem zu lösen, nicht den Europäischen Weltraumrat abzuschlachten. Die Vertuschung wird ein Vermögen kosten. Wir hätten die Lizenz verloren. Jetzt haben wir eine Woche gewonnen. Das ist gut. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Keine halben Sachen. Typisch Jenkins. Wir sind mit dem Thema noch nicht fertig. Ich hasse diese Schlampe. Schon immer. Arbeitet ihr schon langsam? Da geht ich nicht zum ersten Mal. Der Gen ist eigentlich eher andersrum, ne? Ich muss übrigens sagen, ich bin zwar von der Grafik überzeugt, aber wenn man sich das im Hintergrund anguckt, die Fenster und auch die Raumschiffe, also das sieht. Also. Meckern auf dem Niveau, aber das sieht jetzt echt nicht so gut aus. Wie lange ist immer? Vor Night City haben wir in Osaka zusammengearbeitet. Sie hat 2 Jahre daran gearbeitet, mir Fallen zu stellen. Und als sie Spec Ops Direktorin wurde, hat sie mir endgültig einen reingewirkt. Ja, hallo? Jetzt hält sie mir eine Waffe an die Schläfe, damit ich nichts Dummes tue. Aber den Abzug drückt sie nicht. Sie braucht mich. Ich erledige die Arbeit, zu der sie nicht den Mumm hat. Miststück. Teilen und erobern. Effektive Strategie. Effektiv. Was würdest du an meiner Stelle tun? Naja, man kann wehren oder da kann man nicht viel tun, aber so dieser ständige Opportunismus ist natürlich auch nicht gut, aber du musst dich wehren. Abernathy zeigen, dass du nicht ihr Fußabtreter bist. Du hast recht. Verpass ihr einen Denkzettel, dann respektiert sie dich. Sieht aus, als sähen wir das ähnlich. Darf ich? Nimm das. Was ist das? Ein Datensplitter? Ein Vertrauensbeweis. Mach schon. Nimm. Okay. Das habe ich die letzten Wochen gesammelt. Biometrik, Traumateamkarte, Namen nahestehender Menschen, Fahrer, Sicherheitschef, Liebhaberin, Mann der Liebhaberin. Alles. Nimm die Infos und sorg dafür, dass Abernathy kein Problem mehr darstellt. Du hast es selbst gesagt. Ich soll mich wehren. Ja. Doch nicht so. Wenn jemand erfährt, dass wir nur darüber geredet haben, gehe ich mit dir unter. Richtig. Jeder weiß, dass du es nur mit meiner Hilfe so weit geschafft hast. Niemand würde dir glauben, dass du nichts gewusst hast. Okay. Und was passiert, wenn ich mich weigere? Frag nicht so was Dummes. Das ist keine Bitte. Wie? Ich denke, wir verstehen uns. Und nimm das hier. Credchip-Transaktionen sind verfolgbar. Papier verschwindet, wenn man es ausgibt. Was soll ich sagen? Ja, Geld nehme ich. Ja, immer Rinder. Und finde die richtigen für den Job. Keine Konzernleute. Was die Kernaufgabe angeht, nimm jemanden, den du sehr gut kennst. Klar? Ja, ich habe schon verstanden. Gut. Ich erwarte deinen Bericht.
und viel Glück bei der Sache. Mein AV wartet draußen. Du kannst ihn benutzen. Enttäusch mich nicht. Geil. Jenkins, Night City Spionageabwehr. Ich brauche eine Analyse der gesetzlichen Verfahren für Mondbasislizenzen. Ja. Ja, das Wolkenmeer. Schwarzkliniken operieren außerhalb irdischer Rechtsprechung. Natürlich inoffiziell. Nein, noch nicht. Aktuell wägen wir nur unsere Möglichkeiten ab. Anweisung von Direktorin Abernathy. Mhm. Aha. Ja, wenn es nicht anders geht. Ist klar, ja. Mhm. Okay. Ich würde gerne die andere Seite noch hören, aber. Aha. Ja, wenn es nicht anders geht. Ist schon alles geil. Also das mit dem Lore und. Ah. Night. Ach, das ist dieser Kreisverkehr. Doch, was machen die Fische da? Was machen die Fische da? Das ist unsere. Ja, unser Ausblick, unsere Zukunft, Night City. Ich würde jetzt gerne euch nochmal die anderen Starts wissen. Die müssen ja maßgeblich anders gelaufen sein. Das ist schon geil. Schon geil. Also ich, Informationen sammeln heißt es jetzt, ne? Ich habe gerade zu tun. Schick sie mir einfach. Danke. Wie? Alles okay? Wie läuft's in der Schlangengrube? Ach du, Ich brauch dich, Jack. Geschäftlich. Ah, dir geht's immer nur ums Geschäft, Mano. Hast du Ärger? Noch nicht. Fürs Erste brauche ich jemanden, dem ich traue. Das klingt eher nach einem Ja. Wir treffen uns in einer Stunde im Lissys. Eine Stunde, so viel Zeit. Mit Z kann ich Mission wechseln. Oder wie war es? Mit Z kann ich. Ich habe vielleicht auch keine mit einer Mission. da geht's zur Garage. Hier habe ich ja schon alles gemacht. Nicht? Digga. Nein, ich habe nichts dergleichen gesagt. So ist es. Kein Kommentar. Wie oft muss ich das wiederholen? Oh, worüber wird hier gesprochen? Also, darf ich erfahren, welche geheimen Informationen sie hier besprechen? Was ist das denn? Cirrus Cola Corn Lemon. Verleiht dir den Zustand Hydration, der deine maximale Ausdauer um 10% und deine Ausdauerregeneration um 50% pro Sekunde erhöht. Gefälschte Dokumente. Alter, du kannst einfach irgendwelche Sachen grabben. Nice. Das ist noch ein Getränk. Champaradies. Verringert das Bewegungstempo um 10%, verringert die Treffsicherheit 50%. Ich nehme das erstmal nur mit. Was haben wir hier? Konpeki Blaser. Luxus, Schönheit, Diskretion. Was hat noch mehr Macht als ein Ort? Eine Idee. Konpeki Blaser ist mehr als nur ein Hotel. Es ist eine Umgebung, in der die Realität von dem feinsten Geschmack und die kultiviertesten Vorlieben kuratiert wird. Im Compacky Glaser erwarten Sie 420 Blazed, exklusive Apartments, 20 Konferenzsäle und 14 voll ausgestattete Schwimmbäder, die besten Bars und Restaurants sowie etwas, was man nicht mit Zahlen allein messen kann. Luxus, Schönheit und Diskretion. Unser weltweit anerkannter Kundenservice erhält unseren Gästen jedes Bedürfnis und jeden Wunsch, sodass ihr Aufenthalt im Compacky Glaser zu einem unvergleichlichen Erlebnis wird. Das Wort unmöglich existiert für uns nicht, wenn es um den Komfort unserer Gäste geht. Nett, nett. Ich liebe dieses mit Zusatzinformation. Was haben wir hier? Eine Schallplatte. Ich will gerne wissen, wie groß unser Inventar ist. Mhm.
Danke für die Info. Auch an der Stelle. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, man muss die Dinger, die man einsammeln kann, vielleicht noch ein bisschen mehr markieren. Was vielleicht halt wirklich nur ein subjektiver Eindruck. So, kann ich hier irgendwas einsammeln? Ein Tacker! Oder. Erst Frankfurt, dann diese Abstimmung. Das wird ein richtig langer Tag. Ich habe den Typen einfach gerade den Tacker geklaut. La Perle des du Alp. Oder ich kann gar nicht Französisch. La Perle du Alp. Also ein Wein. Irgendwo habe ich oben, man sieht ja die ganze Zeit diesen Ticker. Habe ich auch gesehen, sein Lieblingsgetränk ist irgendwie Whisky oder so. Soulhiker. Ja. Ich nehme einfach mal mit. Ich glaube, mein Inventar ist einfach unbegrenzt. Oh Gott, dieser Stuhl quietscht. Ich habe doch extra einen genommen, der nicht quietschen soll. Kann man im Mülleimer noch irgendwas? Nein, kann man nicht. Also, das finde ich gut, ne? 57 Jahre in der Zukunft, es gibt auch einen Mülleimer. Das bleibt halt, glaube ich, auch. Ach, jetzt stehen da Leute im Flur. Ich meine, Alter. Wenn das rauskommt, wird man uns in Stücke reißen. Das wird aber keiner rausfinden. Und die paar, die was wissen, wir kümmern uns um sie. Zugriff gewährt. Oh, danke. Alter. Ist das hier hell? Gut. Alter, sind alle am Handy. Ich dachte, es wäre in der Zukunft nicht. Ein Stressball. Ich brauche den Stressball. Das ist kein Junk, das ist wichtig. Alter, Stressball ist es einfach so geil. Was ist das? Okay. Das ist irgendwie eine Tiefgarage, aber ich dachte, hier fährt man mit Autos. Also zumindest haben wir das in den Trailern immer gesehen. So hell. Gute. Ja, kann ich dir helfen? Nee. Okay.